Ja, herzlich willkommen in Berlin. Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lutz Wilmering. Ich bin Mitaktivist einer Gruppe von Atomkraftkirchern, die seit der Katastrophe in Fukushima Mahnwache vor dem Kanzleramt hält. Diese Mahnwache findet jeden Montag und jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr statt vor dem Bundeskanzleramt. Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.mahnwache-kanzleramt.de. Wir fordern diese Regierung auf, dafür zu sorgen, dass sämtliche AKWs weltweit abgeschaltet werden. Jetzt werden wir aber oft gefragt, warum wir diese Forderung überhaupt noch stellen. Denn diese Regierung hätte doch beschlossen, alle AKWs bis 2022 zu schließen. Dieses stimmt zwar, aber können wir unsere Regierung glauben? Wir bezweifeln das, zumal es noch viele Gründe gibt, die eine sofortige Abschaltung aller AKWs weltweit zwingend notwendig machen. Erstens, anhand der beiden havarierten AKWs in Tschernobyl und nun auch in Fukushima können wir doch erkennen, dass diese Technologie nicht beherrschbar war, ist und auch voraussichtlich in Zukunft nie beherrschbar sein wird. Wenn man überlegt, dass das Hochtechnologieland Japan es nicht in den Griff bekommt, die Gefahr in Fukushima einzudämmen, dann muss das doch alle nachdenklich machen. Täglich lesen, sehen oder hören wir neue Horrorszenarien aus Fukushima, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt sind. Wie viel bei diesen Meldungen noch unterschlagen wird, darüber darf man gar nicht nachdenken. Welche Auswirkungen dieses für die Zukunft hat, das wissen wir auch noch nicht. Zweitens, es ist weltweit noch nicht ein einziges Atomlager. Es gibt noch kein einziges Atomlager. Allein die Tatsache, dass der Umweltminister Peter Altmaier eine Enquete-Kommission gebildet hat, die bis zum Jahr 2030 eine Lösung dieses Problems der Endlagerung finden soll, dann kann man sich vorstellen, wie groß dieses Problem ist. Man muss sich das einmal durch den Kopf gehen lassen. Bis zum Jahr 2030, das sind noch 16 Jahre, dann sind die Politiker aus der Verantwortung heraus. Ob dann überhaupt eine Lösung gefunden wurde, daran kann man heute schon zweifeln. Herr Oettinger, EU-Kommissar für Energie, machte in diesem Jahr sogar die Aussage, indem er mitteilte, vielleicht haben unsere Enkelkinder eine Lösung dieses Problems. Wer eine derartige, unverschämte Aussage macht, den kann man einfach nicht ernst nehmen. Im Gegenteil, man sollte solche Menschen sämtlicher Verantwortung entziehen. Drittens. Der Atomstrom ist der teuerste Strom, den es auf dem Markt gibt. Dieses schrieb auch der Tagesspiegel in seiner Ausgabe vom 20. Juli 2013. Aus diesem Grund fordern wir alle Regierungen der Welt auf, schalten Sie alle AKWs ab, damit diese Erde auch in Zukunft für uns und für alle zukünftigen Generationen lebenswert ist. Lassen Sie uns das bis ins Regierungsviertel rufen, weltweit abschalten. Ich könnte noch einige Punkte aufzählen, doch ist meine Redezeit begrenzt. So komme ich nun zum Schluss und trete mit der Bitte an Sie heran. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie am Montag oder am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr am Kanzleramt vorbei. Noch schöner wäre an beiden Tagen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie begrüßen dürfen. Vielen Dank und noch einen angenehmen Tag.